Hallo liebe Bastler, heute basteln wir eine Karte zur Hochzeit mit einem Ziehmechanismus, also etwas ganz Besonderes. Das Herz schwebt förmlich über diese Karte und zum Vorschein kommt der gesamte Schriftzug Alles Liebe zur Hochzeit. Diese Karte ist ganz besonders aus wunderschönem Designerpapier hergestellt mit vielen Goldschnörkelchen dran, was recht edel zur Hochzeit wirkt. Und diese beiden sind ganz ineinander verliebt. Schriftzug Love dazu. So, noch einmal schauen. Und anschließend geht's gleich los mit der Bastelei. Wir beginnen jetzt, die Karte zu gestalten. Als erstes brauchen wir ein Papier, 250 bis 300 Gramm stark, in Weiß. Dieses schneiden wir uns jetzt zu auf die Größe 20 x 24. Die Karte müssen wir jetzt in der Mitte falzen. Das ist unser Grund und unsere Grundkarte. So, jetzt geht's weiter mit der Dekoration. So, als nächstes brauchen wir ein Dekorpapier unserer Wahl, was wir gerne möchten, und zwar in der Größe 11 x 19 cm. So, das kommt nachher hier drauf. Jetzt müssen wir diese Aussparung herstellen. Wir drehen unser Designerpapier um und von allen Seiten 4 cm werden abgemessen und uns ein Zeichen gemacht. Im Anschluss wird sie mit einem Cuttermesser ausgeschnitten. Einen normalen Bastelcutter oder was ihr alle gerade habt. Dann als nächstes schneiden wir uns einen Streifen zu aus weißem Papier wie die Karte in der Größe 4 cm mal 21 mal 20, was ihr gerade habt. Die Länge wird nachher korrigiert am Schluss. So, als nächstes brauchen wir Schrift. Ich habe mich entschieden, alles Liebe zur Hochzeit. Diese Schrift habe ich mir eben auf meinem PC ausgedruckt und in Streifen geschnitten. Diese kleben wir jetzt an. Grundkarte, unseren Aufleger und jetzt passen wir die Schrift hier genau ein, sodass sie mittig drin ist, vorne am Ausschnitt. So, einmal auflegen, festhalten. So könnte das passen. Wieder runter und festkleben. So, passt perfekt. Als nächstes kommt unser Schieber hier drunter. Den passen wir jetzt genau an, so dass der Schriftzug am Ende ist und in der Mitte. So, einmal die ganze Sache festhalten nach dem Einpassen, umdrehen und jetzt kommen hier die Klebepads gegen. Jetzt genau in der Mitte ansetzen und drauf. So haben wir es. Ja.
Funktioniert. Jetzt kommen wir zum Dekor. Zur Hochzeit gehören Herzchen und Schwäne und die werden wir uns jetzt ausstanzen und hier draufkleben. Jetzt kommen wir zu unserer Deko. Ich habe mich für ein Herz mit vielen Schnörkeln entschieden und für zwei Schwäne, die sich ganz lieb haben. Das Herz stanze ich jetzt aus Goldpapier aus. Die Schwäne kommen aus weißem Papier. Und der Schriftzug Love, für den habe ich mich auch entschieden, für unten rechts, auch aus weißem Papier. Es wird alles einmal durch die Maschine durchgedreht. Das ist jetzt mein schönes Herz, was ich ausgestanzt habe. Dieses soll jetzt auf unserer Hochzeitskarte hier drauf positioniert werden. Also kommt hinten ein Klebepad dran, habe ich eben festgemacht. Wieder abziehen und genau hier an diese Kante, an diese Position kleben. Da muss man ein bisschen gucken und ein bisschen fummeln, aber es geht. So. Einmal schauen und dann kann es festgedrückt werden. Jetzt habe ich zwei Schwäne aus weißem Papier ausgestanzt und geprägt, damit das Federkleid sichtbar wird. Diese setze ich jetzt so zusammen, dass sie sich ganz doll lieb haben, die beiden. Drehe um und fixiere mir die von hinten. Ich fixiere jetzt meine beiden Schwäne. Und klebe diese genau mittig aufs Herz. Als nächstes kommt hier unten der Schriftzug Love dran. Dieser wird ganz glatt mit Bastelkleber aufgeklebt. Und einmal festkleben. Einen Moment festdrücken. Alles Liebe zur Hochzeit. So, jetzt können wir den Rest noch ein bisschen ausschmücken. Und zwar müssen wir jetzt unser Ende noch schön machen. So, da habe ich mich entschieden für die Stanze mit den Herzchen. Die habe ich schon mal vorbereitet, schon mal ausgestanzt. So, die setze ich jetzt hier an. Wie passt es am besten? So, einmal ankleben, einmal festkleben. Hier vorn so 1 mm Platz lassen. So, als nächstes einmal ziehen. Das Überschüssige abschneiden. Und jetzt mit einer Feinschere die Konturen nachschneiden. So, unsere fertige Karte. Alles Liebe zur Hochzeit. Mit viel Liebe, viel kleinen Herzchen nebenbei noch dran. Wunderschöne, ausdrucksvollen Designerpapier. Wunderschöne Goldverzierung drauf. Unten der Schriftzug Love. Passend, perfekt. Und der Spiegelkarton absolut perfekt für Hochzeitskarten geeignet. Das ist ein matter Spiegelkarton, der hier benutzt wurde.